Jawohl. Haha. Die Musik musst du wieder einstellen für Let's Play Mega Man Rock Force. Und die Kommentare sind eingedampft worden zu 2 Stück. Tino sagt, hat das Gefühl, dass die letzte Stage nichts für Leute mit Rot-Grün-Schwäche ist. Yo, wird dann wahrscheinlich zu einem Gameboy-Level oder sowas. Da kann man wahrscheinlich noch schlechter sehen, was Vor- und Hintergrund ist. Und oh, ich kann mit dem Joypad hier rumscrollen im Browser. Interessant. Auffies mit den kurzen Lampen. Und ja, was hat sich gelohnt? Der zweite Durchgang, weil die Stage tatsächlich ein bisschen anders war. Er wünscht sich Santa Claus Man. Das war Flareman, glaube ich. Und bedankt sich für die schönen Folgen. Und den zweiten Durchgang mit Cutman. Dagegen hält Aaron Zirk 4 neue Gegner. Das ist ja der absolute Terror Man. Also wir haben jetzt die Auswahl zwischen Terror... Man sieht meine Maus, ja. Terrorman und... was war das? Santa Claus Flareman, genau. Deswegen habe ich was vorbereitet. Moment. Da ist es. Der Online-Würfler. Ich habe einen Würfel mit 2 Seiten und ich sage Seite 1. Also wenn hier eine 1 gewürfelt wird, dann ist es der Tino. Bei 2 ist es der Aaron Zorg. Und ich würfel... Es ist Aaron Zirk, aber nicht den Kopf in den Sand stecken, Tino. Dein Cutman kommt noch, es sei denn, die Stage ist so schlimm, dass ich es nicht ertrage. Okay, was hattest du, Terrorman? Der Gartbiber! Ach du Scheiße, der hat ja 3 Beine. Was für eine Mutation! Ich hoffe, ich kann Flareman fragen, ob er es wegsprengt. Okay, der Terrorman wohnt auf einer Müllkippe. Und mit Explosivstoffgeneratoren. Da unten kommt nichts. Ja, das ist einfach. Oh, da oben ist der. Da hinten ist der Seelensammler. Ach du Scheiße, ich hasse diese Stage. Weg hier. In die Explosion. Danke. Scheiße, da wäre was gewesen. Aber jetzt haben wir endlich ein Dach über dem Kopf. Wie war das nochmal? Achso, das war Spider-Joes. Oh Gott. Ich weiß jetzt, wo der Terror herkommt. Oh, und ich weiß auch, wo er verschwindet. Dankeschön. Ja, Schwierigkeitsgrad ist schon nicht so ohne weiteres weniger geworden. weniger. Könntest du... Oh ja. Ist mir egal. Dafür darfst du auch meinen Hintern kriechen, du Fluchtier. Weg mit... Warum kommen da auch welche? Oh, warum kommen hier überall... Oh, geil. Geil. Yay, ich hab's verpeilt. Geht's hier weiter? Oh, es kommen Zähne von der Seite. Wir sind im Maul. Okay. Das schaffe ich. Haha. Wird's auch noch schwerer? Ich habe nichts gesagt. Rüber. Muss ich hier irgendwas tun? Einfach nur gut sein. Okay. Geil. Das ist ja Shade Man Deluxe Stage hier. Zu viele Objekte. Objekte orientieren mein Orientierungsvermögen. Danke. Oh, rum. Ich glaube, mit Cutman könnte das durchaus ein Stück weit einfacher sein, aber ich habe nichts gesagt. Was zum Teufel? Wenn du nicht rutschen sollst, dann rutschst du, oder was? Okay. Mal sehen. Danke. Aggressionen. Da gibt's Pfeile. Cool, ich liebe Pfeile. Geh mal weg hier. Und du, was... Oh, shit. Mindestens halten die nichts aus. Okay, da oben komme ich nicht mehr ran. Brauche ich auch nicht. Ich frage mich immer noch, weswegen es da diese Lücken in der Decke... Cerberus Man! Ach, dich kenne ich noch aus der anderen Stage. Oh, der hält ja noch weniger aus die Hunde aus Mega Man 2, glaube ich. Oh, da ist ja was. Dann mach mal. Damit ich dich machen kann. I make you my beard! Schiff ich? Warum gibt's das Ding da oben? Ist da ein unbekanntes an Unsichtbarkeitsleben? Ist das für Charade Man oder wozu ist das Leben da? Oh, dich habe ich nicht gesehen. Scheiße, das hätte ich gut gebrauchen können. So, wenn ich jetzt runterfalle, will ich es auch das Leben treffen. Ja, die Stages sind anders. Jetzt, deswegen sehe ich sie nicht, weil der Hintergrund schwarz ist. Da könnte ich vielleicht rankommen. Nochmal. Ist mir aber ein bisschen zu gefährlich. Und wir kennen ja, dass wir uns gerne an der Decke irgendwas... Schubs. Okay.
Und jetzt? Was soll ich denn da tun, wenn der da kommt? Ich kann ja hier... Achso. Ich kann einfach da rauslaufen. Ja, so geht's mir gerade auch. Ja, was soll's. Das geht, oder? Okay. Ich hätte auch einfach hier hin laufen können. Gut zu wissen. Kommt da ein Arsch raus? Nein, kommt nicht. Okay, da kommt ein Arsch raus. Da bleiben wir aber hier oben. Da bleiben wir hier. Oh, bist du über den Haufen gefahren worden. Das erinnert mich an die... an die Stage von dem Typen. Aus Mega Man 10 oder was das... 10 oder was? Oh, what? Okay, X. Ich fall nach unten, X. Ich fall... Hä? Eine andere Möglichkeit habe ich nicht mehr, du Penner. Hä? Was zum Henker? Okay, da ist falsch. Da ist falsch. Nach oben kann ich nicht. Oder bringt mich... Bringst du mich... Oder muss ich dich umbringen dafür? Ah, er zeigt mir an, dass ich hier lang muss. Nehme ich an. Gut, dass ich so viele Hitpoints habe. Gut, dass ich wusste, dass der auch schießt. Raupi! Oh Gott im Himmel. Ich bin wieder beim Server. Oh Gott, ich hab doch... Jetzt muss ich eine ganze Menge hier aber nachholen, wa? Ich hab das Gefühl, die Stage ist... Ernsthaft, da ist doch eine Hitbox, während der explodiert. Ah. Ach, come on. Oh. Wieder da. Ich bin im ersten Schuss ausgewichen und so weit weg nach dem Dings war es dann auch wieder nicht, aber es war für meine Verhältnisse doch ein bisschen weit. Ah, ah. Ernsthaft? kannst du machen nix, ne? Okay. Bleib mal hier mal stehen. Oh, la, 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 la. Ey, ich hasse es. Du musst da stehen, ansonsten kriegst du auf den Arsch. Nein! Ach, es ist ein Auto-Scheiß-Scroller. Yay, meine ich. Yay. Oh Gott. Ja, klar. Ja, klar. Das ist... Ich glaube, das ist ein Design-Ungetüm der Hölle. Das ist der wahre Terror hier. Bei Sachen, wo du ich nicht mehr nach hinten laufen kann und dann von oben Dinge runterfallen können, ist das durchaus nicht einfach zu antizipieren, wo was passiert. Da hätte es mich auch erwischen können, glaube ich. Oh Gott, wie hieß das Ding viel nochmal? Gamma oder so ähnlich. Aus dem dritten Teil im Hintergrund gerade gewesen. Ich will die Stage nochmal machen. Ich will sie nicht nochmal machen. Und Schwein. Oh, das war so ein Schwein. Da ist das Ende. Das Ende ist nah, ist der Terrormann an der Minibar. Oh, wir waren mal Terrormann, oder? Ich habe keine Ahnung, was für eine Waffe ich gegeben. Die Sonne vielleicht, wahrscheinlich die Sonne. Moment. Ja, komm nur her. Das ist Needleman. Ja, klar. Oh, ich hasse Mans, die Ads rufen können. Okay. Uff. Aha. Ja, er lässt einen abseilen. Scheiße. Okay, bisschen. Dieses. Oh, scheiße. Diese Ads sind so kacke. Aber das ist okay, das ist einfach. Frag mich, ob. Der war ja echt easy. Bis auf seine scheiß Spinnen. Hui, 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 hui.
Jetzt bin ich einfach raus hier. Okay. Das bedeutet, wir schneiden dem Terror den Bürzel. What? Okay, ich kann oben, unten und sonst nichts. Ula, ula, ula. Okay, aber das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. Cutman. Wir werden Kumpels. Aua. Wenn du mehr aushält. Leck mich am Arsch. Weg hier. Genau. Einfach. Boah, du bist aber schon so ein Speedo. Das ist eigentlich, ich glaube, eine Unterhose im Englischen. Passt. Meine Unterhose der Schnelligkeit ist entzückt. Könntest du, danke. Da kommt nichts. Sehr schön. Oh ja. Ich glaube, er springt auch ein bisschen. Ja, das ist ja easy, an das Leben ranzukommen. Ich bin auch im Rerun nicht hier von dem Dings getroffen worden. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das hier auch ein Instant-Death-Scheiß ist. Oh, meine Hand! Bitte links entlang! Ich halte den Verkehr! Habe ich hier gerade... Kann ich die Dinger wegmachen? Tatsächlich. Hätte ich das Mega Man auch gekonnt? Oder ist Cutman einfach so im... Wieso hat der im Cartoon immer gegen Mega Man verloren? Das ist ja... Das ist ja völlig hanebüchen. Der ist ja mega überpowered. Ja, vielleicht nicht so sehr wie Alec Man, aber... Komm schon. Ja, hier, die fliegen um zu siegen. Fliegen für die Post und holen Ziegen. Ich mach das einfach so. Du Sau, du Pennerwurst. Okay, einfach rüber. Oh, ist das so gut. Das ist so gut. Wenn ich jetzt gut wäre, dann würde ich wahrscheinlich sogar schnell sein. Aber das bin ich nicht. Okay, wir haben einen Rücksetzpunkt. Das heißt, hier ist Cerberus Snake. Snape, meine ich. meine Frau wird mich hassen. Sie ist ein Alan Rickman Fangirl. Oh, ist das gut! Das ist jetzt weniger gut. Danke. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass ich hier jetzt ein paar Probleme kriege. Oh, what? Mega! Mega! Du bist der wahre Mega Man! Achso, ich kann nicht einfach so machen. Okay. Oh, lala! Da fuck. Okay, wir haben irgendwie so gefühlte 10-fach Chancen, falls wir mal einen Sprung versemmeln. Ja, warte, ich renn einfach hier rüber, weil es kann. Da kommt jetzt gerade nichts gut. Schwein! Okay, mitnehmen. Okay, der darf über mich drüber fahren. Über mich nicht drüber, aber so ein bisschen drüber. Unverletzenderweise Verkehrsregeln nicht beachten, so meine ich das. Hier ist übrigens nichts, das habe ich mit Mega Man auch rausgekriegt. Nur damit ihr es seht. Ach ja. Haha! Aber blöd, dass man den Weg vorher nicht können weiß. Weiß zu können. Er hat Ausweichgranaten gefressen, die Sau! So, gib das her. Okay, letztes Mal. The last of us. Haha! Direkt in die Fresse! Dum, 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 dum. Okay. Jetzt kommt der gute Stoff. Achso, das ging hier los. Okay. Verstehe. Ja, mal gucken, wie es ausschaut, gell? Oh. Kann nicht schaden, gut zu sein, mehr Damage pro Schuss zu machen als vorher. Oh, Was? War da, hatte du da? Ja, so richtig gut an die Rand komme ich auch nicht. Schnell rüber. Ja, egal, ein bisschen Schaden fressen muss sein. Oh, da geht man dann auch ganz schnell ein. Da komme ich. Oh, wundervoll! Wundervoll! Danke, dass ich auch das habe. Verdammt, meine Dinger sind zu kurz. Oh, da bin ich auch mutiert. Okay. Okay, das war mit Mega Man ein bisschen einfach. Oh. Super nice. Okay. Ja, war jetzt doch halb so wild. Gucken wir mal, ob Terror Man mir immer noch den Terror Man macht. Aber interessant, dass es eine Spinne sein soll. Oh. Ja, nein. Arsch, du bist der wahre Spider-Man. Achso. Ja, geh mal weg. Geh mal weg, du. Ich mach auch nur einen Damage, okay. Haha!
Shit, zu früh gekommen. Mein Leben. Das war Glück. Haha, oder? Also auch wenn ich weniger Damage mache, die Cutman-Cutterei ist echt gut. Sie ist echt gut. Oh! Park? Ja, Doppeltreffer! Ja! Yeah. Oh, was für ein Opfer! Okay. Sind also die Bosse hier nicht zwangsläufig schlimmer als die, die wir schon gemacht haben? Vielleicht war es auch der erste einfache. Okay, wir safen. Moment, Start. Slot. Yes. Hat sich hier irgendwas geändert? Ich glaube nicht. Das heißt, wir back to the roots und die Stage-Selektion. Das bedeutet, falls noch jemand auswählen möchte, es sind noch Plagueman, Flareman und Powerman da. Und dann würde ich die nächste Stage, den zweiten Durchgang, nochmal mit Bombman machen, weil der noch im Sammelsurium fehlt. Und dann würde ich eventuell McUnknown nochmal glücklich machen, indem Nightman auch nochmal drankommt. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und ciao.